Einen wunderschönen guten Tag hier vom Wanderfritzen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Film hier auf meinem YouTube-Kanal. Endlich wieder Wanderzeit. Ihr seht es schon im Hintergrund, es sind Sandsteine zu sehen. Ja, ich bin heute wieder unterwegs im schönen Felsenmeer der Sandsteine, aber nicht in der sächsischen Schweiz. Die Tschechei hat die Grenzen wieder geöffnet. Wir dürfen als Deutsche 12 Stunden wieder nach Tschechien reisen. Also habe ich die Chance oder die Gunst genutzt und bin gleich mal rübergefahren in die böhmische Schweiz. Ich zeige euch heute nämlich ein sehr imposantes Felsentor. Der eine oder andere wird sagen, ja, das hast du schon gezeigt. Ja, die Kleinsteinhöhle habe ich euch gezeigt. Ich habe euch auch den Kuhstall gezeigt. Aber das Elbsandsteingebirge hat noch mehr zu bieten. Und ich sage nur so viel, hier in der böhmischen Schweiz ist Europas größte natürliche Sandsteinbrücke zu finden. Der ein oder andere wird schon wissen, um was es heute geht. Alle anderen, und natürlich auch dies wissen, entspannt zurücklehnen. Setzt euch bequem auf die Couch, in den Sessel. Gebäck und Kuchen nicht vergessen. Kaffee oder Tee dazu reichen. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Es geht los mit der Wandertour. So ihr Lieben, hier habe ich gerade noch eine Karte gefunden. Da zeige ich euch mal, was ich heute vorhabe. Ich gehe mal ganz hier an den Bildrand. Hier kann man kostenlos parken. Ist natürlich ein Stück weit, weil wir müssen hier durch die ganze Stadt laufen. Ich habe hier oben geparkt, und zwar hier am Felsen. Da kostet das Tagesticket 6 Euro. Zum Vergleich, in Schmilka, der letzte Parkplatz vor der Grenze, da kostet das Tagesticket schon 8 Euro. Da war ich gerade ein bisschen sehr überrascht. Von hier geht es jetzt die Straße nach oben, 1,6 Kilometer bis zu dieser Bushaltestelle. Dann haben wir 45 Minuten bis zum Brewischtor. Und das zeige ich euch natürlich, das ist mein heutiges Ziel vom Brewischtor. Geht es dann über den Gabrielensteig, ungefähr noch mal eine Stunde, bis Mesny-Luka. Und dann ist für heute meine Wandertour auch schon beendet. Ich werde dann mal schauen. Ich werde wahrscheinlich hier wieder über die Straße zurücklaufen und wieder zurück zum Wanderparkplatz. Genau, das ist das heutige Etappenziel, das Brewischtor hier in der böhmischen Schweiz. Jetzt hier über einen gepflasterten Weg nach oben. Und wenn ich das richtig sehe, ist das alles ein bisschen wie Basalt oder Granit. Eigentlich ist es wie Basalt, das ist rutschig. Also wenn es hier nass ist, müsst ihr hier ganz schön aufpassen. Und wie ihr ja seht, ich drehe mich mal so ein bisschen. Natürlich macht der Bogenkäfer nicht vor Grenzen halt. Auch hier hat er gewütet, alles braun. Hier ist schon teilweise alles gefällt. Hinten sieht man schon das riesige Sandsteinmassiv. Ich zeige mir mit dem Finger drauf, da auf dieser Höhe muss ich noch. Also ihr seht, ist schon ein sportlicher Weg. Also von der Straße unten ausgeschildert 45 Minuten bis zu meinem heutigen Tagesziel. Das erste Tagesziel, genau. Ich habe heute vor, die 12 Stunden hier in der Tschechei zu nutzen, im Böhmischen. Und da habe ich mir heute zwei Ziele rausgesucht. Das erste steuere ich gerade an und von da geht es zum zweiten Ziel. Das seht ihr dann aber erst in 14 Tagen. Ist dann auch am Ende
dieses Filmes verlinkt. Zumindest wenn es dann online geht, wird es in der Endcard auch verlinkt, wer denn, dass er direkt zu diesem Film kommt. Genau. Aber Wetter schön. So wie 12, 13 Grad. Ich habe heute zwar was Langes angezogen. Ich glaube, das werde ich auch dann ausziehen und wieder gegen ein kurzes T-Shirt tauschen. Genau. Aber jetzt geht es erstmal hier wieder in den Wald hinein. Und ich würde sagen, ihr begleitet mich weiter auf meinem vielleicht doch etwas leicht beschwerlichen Aufstieg. Natürlich, es ist das Präbestroh, wo ich heute hingelaufen bin. Das ist hier im Elbsandsteingebirge das größte Felsentor. Das zweitgrößte ist der Kuhstall in der Sächsischen Schweiz. Aber das Präbestroh ist auch in ganz Europa die größte Natursteinbrücke.
Das will schon was heißen. Das Bremischtor hat eine Spannweite von ungefähr 26,5 Meter, eine Höhe von 16 Meter. Am Fuß ist es ungefähr 8 Meter tief und die Stärke des Bogens, den man hier oben sieht, beträgt ungefähr 3 Meter. Ja, das Bremischtor hier in der Böhmischen Schweiz ist natürlich auch das Wappen des Nationalparkes Böhmische Schweiz. Blende ich euch mal ein. In der Sächsischen Schweiz ist es der Lilienstein, hier in der Böhmischen Schweiz ist es eben das Bremischtor. Und natürlich konnte man auch mal früher auf dieses Bremischtor hinaufklettern. Das war bis 1982 noch möglich. Dann hat man das Ganze hier gesperrt, weil durch den Tourismus die Erosion ziemlich schnell voranschritt und man wollte natürlich dieses schöne Felsentor hier erhalten. Also seit 1982 leider nicht mehr möglich. Man sieht hier noch diverse Aufstiegsmöglichkeiten. Man sieht noch die Brückenköpfe von der Brücke, die mal hier rüber ging. Und man sieht auch noch so ein bisschen auf dem Bremischtor so kleine Brücken von der früheren Aussichtsplattform. Ganz vorne sieht man noch die Aussichtsplattform. Die war auch mit Geländern abgesperrt, so wie hier, wo ich jetzt gerade stehe. Und wie gesagt, bis 1982 war das noch möglich. Aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich immer hier hochzukommen. Man zahlt hier oben, weil es Privatbesitz ist, 4 Euro Eintritt. Das ist überhaupt nicht schlimm, sage ich mal so. Ein gerechtfertigter Preis. Die haben ja auf zwischen 10 und 18 Uhr, blende ich euch alles nochmal in der Videobeschreibung ein. Und hier oben gibt es auch ein Hotel-Restaurant, das sogenannte Falkennest. Das wurde von Fürst Edmund Clary Altringen gebaut. Der Name Edmund ist natürlich hier in der Böhmischen Schweiz auch ein sehr großer Begriff, denn nach ihm ist auch das Edmundsklamm benannt. Ja, und dieser Fürst, der hatte hier, wie gesagt, dieses Hotel eröffnet, ein wunderschönes Anwesen aus Holz gebaut. Hier kann man essen, einkehren, eine kleine Rast machen. Das werde ich nämlich jetzt auch tun. Ich steige hier von diesem Aussichtspunkt, der ist nämlich genau gegenüber vom Bremischtor, wieder hinunter. Und werde da unten noch eine kleine Rast machen und natürlich auch hier noch die Aussichten genießen. Man sieht nämlich von hier den Hohen Schneeberg, man sieht den großen und kleinen Schornstein, man sieht sogar den Zirkelstein und die Kaiserkrone. Und mir ist das persönlich noch gar nicht aufgefallen, wo ich auf dem Zirkelstein stand, dass man hier von diesen Felsen auch das Bremischtor sieht. Aber ich muss sagen, in meinem Film auf der Kaiserkrone und Zirkelstein war das Wetter dementsprechend mies, dass man es auch hätte gar nicht sehen können. Deswegen, wenn ihr auch mal auf den Zirkelstein seid, dann natürlich auch mal hier rüber schauen. Ihr entdeckt auch das Bremischtor. Bremischtor abgehakt auf meiner Do-Do-Liste. Genau. Jetzt habe ich euch gerade den Gabrielensteig, das neue Sandsteinschild, gezeigt und unten drunter auch den Wegweiser. Und da hat der ein oder andere ja schon erkannt, dass es auch der sogenannte EB-Weg ist. EB steht für Eisenacher Budapester Wanderweg. Der geht nämlich auch hier lang. Ein Fernwanderweg. Wie gesagt, von Eisenach Richtung Budapest kann man laufen, wenn man möchte, so wie der Jakobsweg ja auch. Genau, der Gabrielensteig. Ich bin darauf gekommen im Rahmen meiner Recherche hier zum heutigen Wandertag und haben uns überlegt, ja, Bremischtor alleine,
vielleicht nicht so schön. Nutzt doch den ganzen Tag, hatte ich euch ja schon gesagt. Deswegen geht es jetzt über den Gabrielensteig 6 Kilometer Richtung Rheinwiesen, Besni Luka. Und dort wird dann für heute dieser Teil ein Ende finden. Aber für mich geht es natürlich weiter von Besni Luka noch zu einem anderen sehenswerten Wanderziel. Und das seht ihr natürlich dann erst in 14 Tagen hier auf meinem YouTube-Kanal. Also gespannt sein. Gerne ein Abo dalassen, die Glocke betätigen, dann verpasst ihr nämlich diesen neuen Film nicht. Und ich würde sagen, jetzt geht es auf dem Gabrielensteig weiter. Mein Wanderzeichen ist nach wie vor immer noch der rote, waagerechte Strich. Also, gute Stunde jetzt. Wanderweg vor mir, entlang hier am Felsmassiv. Soll ein wunderschöner Weg sein. Ihr werdet es erleben. Ich werde es für euch natürlich auch in Bildern festhalten. Also, weiter geht's Richtung Rheinwiesen. Als allererstes aufgefallen ist, hier im böhmischen Teil des Nationalparkes quasi, da gibt es doch mehr Laubwälder, also wirklich Buche und auch vermehrt Kiefernbestände. Die Fichte ist ja nicht so allgegenwärtig, obwohl die ist natürlich auch braun, wie man hier sieht. Da. Aber die ist nicht, das ist nicht so krass verbreitet wie im Nationalpark Sächsische Schweiz, in der hinteren Sächsischen Schweiz. Dort ist ja fast alles Fichte und dadurch fast alles braun. Deswegen ist das hier ein bisschen entspannter. Wirklich Eichen, gibt es hier Buchen, herrlicher Laubwald, ein Traum. Hier macht es wirklich Spaß zu wandern. Und wenn man diese Felswände hier sieht, das ist schon echt grandios. Ich zeige euch das mal hier. Herrlich.
So ihr Lieben, das soll es für mich gewesen sein, hier von meiner kleinen Wanderung zum Brebisch-Tor und über den Gabrielensteig hier nach Mesny-Luka. Für euch ist an dieser Stelle der erste Teil beendet, für mich geht es jetzt noch weiter zum zweiten Teil. Das seht ihr dann aber in 14 Tagen hier auf meinem YouTube-Kanal. Also, das heißt für euch, wenn ihr auch den zweiten Teil schauen wollt, lasst gerne ein Abo da, das ist kostenlos. Wenn ihr richtig cool seid, dann betätigt ihr die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Filme mehr. Und wenn euch dieser Film gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch da lassen und natürlich könnt ihr auch gerne was in die Kommentare schreiben. Bei Facebook könnt ihr auch was kommentieren, lasst einen Daumen nach oben da und bei Instagram seht ihr natürlich wie immer das ein oder andere Foto. Wenn euch meine Filme richtig gut gefallen, ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Ich habe ein PayPal-Konto, ein Spendenkonto eingerichtet. Dort könnt ihr etwas spenden. Die Höhe dieser Spende überlasse ich ganz euch. Vielleicht wird es ja ein kleiner Kaffee, ein Frühstück oder vielleicht sogar eine Pizza. Alles euch überlassen, alles kann, nichts muss. Wenn ihr noch was zu meiner Ausrüstung wissen wollt, dann unten nochmal eingeblendet meine Internetadresse www.der-wanderfritze.de. Dort gibt es einen Reiter Ausrüstung und da findet ihr alles, was ich so an Ausrüstung verwende. Gut, ihr Lieben, das soll es für mich gewesen sein, hier von meiner kleinen Wanderung. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Samstag, Nachmittag, einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche, bleibt alle gesund. Wie gesagt, 14 Tagen geht es weiter mit Teil 2 von den 12 Stunden hier in dem Nationalpark Böhmische Schweiz. Also, bis dahin, sagt Tschüss, euer Wanderfritze.